Verehrte Damen und Herren, willkommen in der Politischen Akademie der Stiftung Demokratie Saarland. Seit August 2015 führen wir hier unsere politische Bildungsarbeit durch. Und das sind alles in allem jährlich rund 350 Veranstaltungen mit steigender Tendenz, was wir vor allem unserer optimalen Lage zu verdanken haben. Zu den 350 Veranstaltungen gehören auch Kooperationsveranstaltungen wie die heutige mit der Heinrich-Böll-Stiftung Saar. Ganz herzlich willkommen heiße ich den Sohn Heinrich Bölls, René Böll, der auch den Nachlass seines Vaters verwaltet. Von dem heutigen Kooperationspartner begrüße ich Markus Schäfer vom Heinrich-Böll-Archiv in Köln. Ich begrüße Erich Bäther, Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung Saar. Peter Rüdel von der Heinrich-Böll-Stiftung Bremen. Mit der zweitweitesten Anreise. Ja. Ich begrüße Thomas Brück, den Kulturdezernenten der Landeshauptstadt Saarbrücken von der Heinrich-Böll-Stiftung Saar. Herzlich willkommen, Herr Brück. Und weil ich, Herr Rüdel, vorhin von der zweitweitesten Anreise, wie ich vermute, gesprochen habe, besonders herzlich begrüße ich unsere Gäste aus Irland von der Heinrich-Böll-Association Achill Island. Und insbesondere Sheila McHugh, John Barrett und Margot McNulty. Herzlich willkommen. Unsere letzte Veranstaltung der Stiftung Demokratie fand am 12. Dezember 2017 statt. Professor Peter Brandt, der älteste Sohn Willy Brandts, las aus seinem Buch »Mit anderen Augen aus dem Leben« über das Leben seines Vaters. Unsere erste Veranstaltung des neuen Jahres ist die heutige mit der Ausstellungseröffnung über Heinrich Böll. Das sieht gewollt aus. Es ist jedoch eine geschickte Regie des Zufalls. Die Brandt-Veranstaltung war für den 6. Oktober geplant. Wegen einer Erkrankung Peter Brandts wurde sie dann auf den 12. Dezember verschoben. Und doch hätte man diese beiden Veranstaltungen in ihrer Aufeinanderfolge auch so planen können. Denn Willy Brandt und Heinrich Böll verband vieles. Sie achteten und respektierten sich, trafen sich häufig und korrespondierten miteinander. Bei der Willy-Wahl 1972 engagierte sich Heinrich Böll für Willy Brandt auch auf dem Bundesparteitag der SPD und bei gemeinsamen Wahlkampfauftritten. Willy Brandt wurde am 18. Dezember 1913 als Herbert Frahm in Lübeck geboren. Seine Mutter war die Verkäuferin Martha Frahm, die den Namen des Vaters nicht angab. Heinrich Böll wurde am 21. Dezember 1917 in Köln als sechstes Kind des Schreinermeisters und Holzbildhauers Viktor Böll in eine streng katholische Familie geboren und wuchs in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Beide, der Politiker und der Schriftsteller, waren bei der Ausübung ihres Berufes der Diffamierung und Verteufelung durch die politisch Rechten in der Bundesrepublik und vor allem der Rechtspresse mit der Bild-Zeitung als deren Speerspitze ausgesetzt. Beide, Willy Brandt und Heinrich Böll, litten unter diesen ungerechten Anfeindungen, gegen die sich Heinrich Böll argumentativ zur Wehr setzte, während Willy Brandt sie überwiegend in sich hineinfraß. Angeführt von Konrad Adenauer wurde der sozialdemokratische Kanzlerkandidat Willy Brandt vor allem wegen seiner unehelichen Geburt und seiner Emigration nach Norwegen angegiftet. Der Gipfel der Verunglimpfung war die Unterstellung, er hätte alle Deutschen als Verbrecher bezeichnet, indem man den Titel seines Buches »Die Verbrecher und die anderen Deutschen« einfach in »Die Deutschen und die anderen Verbrecher« umdrehte. Nachdem der regierende Bürgermeister von Berlin bei der Bundestagswahl 1965 auch im zweiten Anlauf nicht Kanzler werden konnte, zog er sich resignierend zurück.
Er war davon überzeugt, dass er als uneheliches Kind und späterer Emigrant in dieser Bundesrepublik so vorbelastet sei, dass er nie Kanzler werden könne. Doch ein Jahr später, 1966, brachte die FDP Kanzler Ludwig Erhard zu Fall und beendete damit die CDU-FDP-Koalition. In der neu gebildeten Großen Koalition wurde Willy Brandt Außenminister und Vizekanzler. Die Opposition im Bundestag bestand aus gerade einmal 49 FDP-Abgeordneten. Die Folge davon: Studenten und kritische Intellektuelle konstituierten sich in der außerparlamentarischen Opposition der APO und gingen auf die Straße. Während Willy Brandts Ostpolitik mit dem Wandel durch Annäherung bis in die Bundestagsreihen der CDU auf parlamentarischen Widerstand stieß, gab es bei den Notstandsgesetzen im Parlament solchen Widerstand nicht. Er wurde auf der Straße ausgetragen. Beide Geschehnisse führten zu einem regen Briefwechsel und Gedankenaustausch zwischen Heinrich Böll und Willy Brandt. Während Willy Brandt für seine Außenpolitik von Heinrich Böll nicht zuletzt auch wegen dessen jahrzehntelangen Eintretens für osteuropäische Dissidenten und Schriftsteller volle Zustimmung und Ermunterung erhielt, wurde er wegen der Notstandsgesetze von ihm kritisiert. Der Kniefall Willy Brandts am Mahnmal des Warschauer Ghettos und der an ihn 1971 verliehene Friedensnobelpreis ließen die Beziehung Bölls zu Brandt noch enger werden. Was ihn jedoch nicht hinderte, Brandt vor dem geplanten sogenannten radikalen Erlass zu warnen. Hintergrund und Auslöser für den radikalen Erlass war das Erstarken der Linken in der APO mit dem Aufruf Dutschkes zum Marsch durch die Institutionen, der schon gleich zu Beginn gestoppt werden sollte. Ich zitiere aus dem radikalen Erlass: Die Einstellung in den öffentlichen Dienst setzt voraus, dass der Bewerber die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Bestehen hieran begründete Zweifel, so rechtfertigen diese in der Regel eine Ablehnung. Eine Welle der Kritik bei Linken, Intellektuellen und Schriftstellern breitete sich im Inland, aber auch im Ausland aus. Heinrich Böll schrieb die Erzählung »Du fährst zu oft nach Heidelberg«, in der er die Auswirkungen und die Folgen des radikalen Erlasses aus dem Blickwinkel der Betroffenen schilderte. Mehr als 3,5 Millionen Anfragen wurden an die Verfassungsschutzämter gerichtet. In mehr als 10.000 Fällen kam es zu Nichteinstellungen. Der radikalen Erlass, den Willy Brandt später als einen Fehler bezeichnete, wurde 1979 vom Bund aufgehoben. Willy Brandt hatte die Gründlichkeit der deutschen Bürokratie, insbesondere die der Verfassungsschutzämter, unterschätzt, die für etwaige Anfragen gerüstet sein wollten und über jede eine Akte anlegten, der an Demonstrationen teilnahm oder sich kritisch gegenüber dem Staat äußerte. In vielen Ländern hielt sich der Radikalenerlass bis in die 80er Jahre. In Bremen wurde er erst 2012 aufgehoben. Meine erste Amtshandlung, als ich 1985 Innenminister wurde, war es, den radikalen Erlass radikal aufzuheben. Zuvor hatte ich dem Landesamt für Verfassungsschutz meinen Antrittsbesuch gemacht. Dort wollte ich meine Akte sehen. Empört bekam ich zur Antwort: Aber Herr Minister, über Sie haben wir doch keine Akte angelegt. Als ich dann um die Akte von Reinhard Glimp bat, wurde es mir vorgelegt. Sie enthielt, wie ich vermutete, nichts Bedeutendes. Sie bestand vor allem aus Zeitungsausschnitten über dessen politische Tätigkeit, Teilnahme an Demonstrationen, gelegentlich auch mit Fotos. Aber noch einmal zurück zu Heinrich Böll. Als Heinrich Böll 1972 den Literaturnobelpreis erhielt, wetterten die Rechten und die Springerpresse, dies sei nur geschehen, um Brandts Wahlkampf zu beflügeln. Aber wie gesagt, Heinrich Böll konnte sich wehren. Dazu ein abschließendes Beispiel. Wahrheitswidrig und durch nichts zu belegen, wurde Heinrich Böll von der Bild-Zeitung immer wieder als Wegbereiter und Unterstützer der RAF bezeichnet. Bölls Antwort war die Erzählung »Die verlorene Ehre« der Katharina Blum. Im Vorwort schreibt er dazu, ich zitiere: »Personen und Handlungen dieser Erzählung sind frei erfunden.
sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischen Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bild-Zeitung ergeben haben, so sind die Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein recht herzliches Willkommen heute und natürlich auch zu dieser Jahreszeit auch ein frohes neues Jahr 2018 und ich hoffe, Sie kommen gut, sind gut hineingekommen und Sie kommen auch gut durch dieses Jahr hindurch. Mir obliegt es nun ganz kurz noch von Seiten des Kooperationspartners Heinrich-Böll-Stiftung. Wie Sie vielleicht der eine oder andere weiß, war ich ja lange Jahre Beschäftigter dieser Böll-Stiftung und bin dann später unter anderem Kulturdezernent der Landeshauptstadt Saarbrücken geworden. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch, also wir meine ich die Heinrich-Böll-Stiftung, auch viele, viele Veranstaltungen zum Leben und Werk Heinrich Bölls gemacht. Ich erinnere auch nur an eine damals in den 90er Jahren, als der leider verstorbene Viktor Böll auch da war, der Neffe von Heinrich. Und wir dort die Ausstellung schon gezeigt haben, hatten damals zu Leben und Werk die damalige Ausstellung zur Heinrich-Böll-Stiftung. Viele, viele andere Lesungen und so weiter, ich will die nicht im Einzelnen aufführen, haben dazu geführt, dass wir den Namen Heinrich Böll auch im Saarland, auch in Saarbrücken, nicht in Vergessenheit geraten ließen. Und ich erinnere mich ganz besonders an eine Veranstaltung mit dem sehr geschätzten Heinrich Formweg, der seiner Zeit, ich glaube im Jahr etwa 2000 etwa, eine sehr lobenswerte und fulminante Biografie über Heinrich Böll geschrieben hat. Und in dieser Biografie hat er dann, die hat er untertitelt mit Der andere Deutsche. Und lieber Herr Lepple, Sie haben es ja eigentlich sehr gut beleuchtet, auch der restaurative Charakter der Bundesrepublik, in dem Heinrich Böll im Nachkriegsdeutschland ja eine wesentliche Rolle gespielt hat. Und dort er eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Und ich glaube, René wird das nachher sicherlich auch nochmal im Gespräch erläutern oder Markus Schäfer, dass das ja auch eine Option, eine Sichtweise, ein Heinrich Böll war. Und das andere war der literarische Heinrich. Und dazu wird auch sicherlich auch nochmal der eines oder andere zu reden sein. Friedensnobelpreisträger. Literaturnobelpreisträger, Entschuldigung, und ein großer, bedeutender Autor im Nachkriegsdeutschland. Und diese Terminologie, der andere Deutsche, das war das, wenn ich aus meiner persönlichen Geschichte das sagen darf, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, das gelesen zu haben, diese Person als zeitgeschichtliche Person erlebt zu haben, ich meine das nicht persönlich, sondern übers Fernsehen, über seine Autorenschaft und über seine einschlägigen Presseartikel und Aufsätze, das war schon was. Ja, das war schon was, wo wir als Jugendliche und als junge Männer oder als junge Deutsche gesagt haben, das ist ein aufrechter Demokrat. Das ist jemand, der nicht in dieses restaurative Deutschland passt, der mehr tut, der versucht, der ein Leben lebt und eine demokratische Verantwortung für dieses Land übernimmt. Und was hier auch im Saarland wichtig ist, was mir auch als Jugendlichen imponiert hat, sagt, er war Katholik. Ja, er war ja Katholik und diese Katholiken kannte ich nur von reaktionär, also von konservativ bis erzreaktionär. Und dann kommt ein Katholik aus dem Rheinland und der schreibt ganz anders. Und der äußert sich auch ganz anders und der ergreift Partei für Leute, die aus dem gesellschaftlichen Mainstream herausfallen. Sowohl in seiner zeitgeschichtlichen Funktion als auch in seiner literarischen Arbeit. Und das hat mir sehr imponiert, das hat vielen jungen Leuten sehr imponiert. Und ich glaube, das ist auch einer der bedeutenden Aspekte, die Heinrich Böll vorgelebt hat. Er war ein politisch denkender Mann und deshalb war er mir so angenehm. Und dann kam, das will ich noch kurz erwähnen, weil es muss gesagt werden, es kam
es kam diese Geschichte der RAF, ja, der Roten Armee-Fraktion. Es kam der Deutsche Herbst, Katharina Blum, der die großartige Erzählung wurde erwähnt. Und da diese Anfeindungen, Herr Lepple hat es ja sehr ausführlich und umfassend und auch beeindruckend dargestellt, das haben wir ja miterlebt. Und es kamen diese Terroristen von der Roten Armee-Fraktion und wir dachten ja damals alles, das sei links, das ist irgendwie fortschrittlich, das ist, ich weiß nicht was. Es ist auf jeden Fall gegen den Wind und dabei war es eigentlich ja nur Terror und Angst und einen kleinen Haufen politischer Umsetzung, aber es war ja Terror. Und daran gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber, und das ist das, was das Wesentliche nochmal war von Heinrich Böll in dieser Auseinandersetzung, in dieser gesellschaftlichen Hysterie gegen diese Kopf-ab-Mentalität. Ich erinnere mich an Fernsehinterviews bedeutender Politiker in diesem Land aus der konservativ-rechten Ecke, die ja das an die Wand stellen, mehr oder weniger nochmal gefordert hatten. Da brauchte es einen Einspruch und das tat ein Intellektueller in diesem Land und das tat Heinrich Böll. Der, das Wort hat er, glaube ich, nicht so gern gehört, Präzeptor Germaniae. Also es war eine wichtige Stimme für uns alle, die aus meiner Generation kommen. Und Heinrich Böll war ein Vorbild. Und deshalb freue ich mich ganz besonders heute auf diese Ausstellung. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir hier auch in diesem Haus sind, in der Stiftung der Demokratie, Stiftung Demokratie, der Politischen Akademie. Und ich freue mich, dass wir zwei parteinahe Stiftungen hier haben, mit der Stiftung Demokratie, mit der Heinrich-Böll-Stiftung, die diese Ausstellung mittragen. Und ich freue mich auch ganz, ganz besonders nachher auf das Gespräch zwischen Markus Schäfer, René Böll, aber auch auf den Vortrag von Ihnen, Miss Juk und Mrs. Juk. Und ich will noch eins zum Abschluss erwähnen, was auch immer, wo ich auch selbst lange Jahre nicht wusste, dass Heinrich Böll da die Gründung mit verursacht oder mit betrieben hat. Das war die Germania Judaica in Köln, also diese ganz große Bibliothek deutschsprachiger jüdischer Literatur. Da war er in den 1950er Jahren schon Gründungsmitglied und auch etwas, die heute noch in Köln ansässig ist, ich glaube im Stadtbibliothek und dort also auch eine, ich glaube, die größte Judaica-Sammlung Europas oder in Deutschland zumindest hat. Und das ist auch eine ganz, ganz, wenn Sie mal nach Köln kommen, gehen Sie hin. Und da ist auch, das ist auch etwas, was oft nicht erwähnt wird zum Leben von Heinrich Böll, was aber auch mir hohen Respekt abverlangt. In diesem Sinne wünsche ich uns einen informativen und schönen Abend und ich freue mich jetzt auf die weitere Folge des Abends. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, hier zu sein. That is the extent of my German for this evening. Maybe there will be a little bit more, but I have been asked to speak on the work of the Heinrich Böll Association or the Heinrich Böll Committee on Achill Island, County Mayo, in the west coast of Ireland. This past year has been very special for us, as it has been for you people here, as we celebrated the 100th anniversary of the birth of Heinrich Böll. In the beginning of the Irish Journal, Irische Tagebuch, I think the second edition, Heinrich Böll himself put this little quote. He said, "This Achill exists, but whoever goes there and fails to find it has no claim on the author." I have changed it just a little bit because those of you who have already been and those of you who have already to come and visit with us will find something very amazingly beautiful. But like Heinrich Böll said in the Irische Tagebuch, that if you don't find what's in the book or if you don't find what I present to you here this evening, don't blame me. Or don't blame
Heinrich Bill. Okay, I have used a quote from Heinrich Bill, where he talks about, in his Nobel lecture on May 2nd, 1973, in an essay titled An Essay on the Reason of Poetry, he uses the concept of the gap. A gap is a space. And in Ireland, gaps were very important because they allowed animals to go in and out of fields, their own fields and the neighbors' fields. So they were very important. But what Heinrich Böll, the question Heinrich Böll asks is, what lies hidden in that space, in that gap? Okay? So I want to take that as my starting point and ask, how do we, in the ACL Heinrich Böll Committee, living on the periphery of Europe, on the western periphery of Europe, manage this gap and hopefully keep it open? Because I think it's important. We see in the ACL Heinrich Böll Committee as being custodians of the gap. It's a place where mystery is allowed to enter and the possibility of change can occur. So what is it that we do in this regard? The first and most important part, perhaps, is the Heinrich Böll residency, where the original cottage, the original Böll cottage, is now an artist, a residence for artists. There are 26 residencies, 2 weeks, and we have artists, both writers, poets, visual artists, who come and stay there for 2 weeks at a time. And that's since 1992. The residency is organized by a local voluntary association, the ACL Heinrich Böll Association, in conjunction with Mayo County Council and the Arts Council of Ireland, including the local community and the family of Heinrich Böll, especially René. In addition to the residency, which brings a lot of artists into the island, Heinrich Böll's presence on ACL has bestowed on us a legacy that continues to be explored each year by the Heinrich Böll Committee, the ACL Heinrich Böll Committee. And the main event is over the May bank holiday weekend. At the very beginning of May each year, we have a 3-day Heinrich Böll Memorial Weekend. We also organize an annual classical concert where we invite classical musicians, both Irish and international, to come and play in a church which is just down the road from the cottage, and beautiful venue. What we do is we promote the events to highlight the values that were important to Heinrich Böll, that are just as pertinent today as they were in the time of Heinrich Böll. And it is to this end that the committee organizes an essay competition for our young people in second level schools. And that was established in 2006. And what it does, it extends to the younger generation in our community a familiarity with the works of Heinrich Böll. So that's a little bit, for those of you who have not been, that's a little bit of the landscape of our island. So what we do is begin with what we know and what we do not know. So it is in that gap between what we know and what we do not know. So here are some of the young people who are, number one, in outside the cottage, and then visiting the deserted village where one of the chapters in the Irisches Tagebuch is placed. So they are visiting and reading from Böll's writing at that place,
And then this is in the school because members of the committee go along to the school and speak about Bull's work to the students. So really, the reason for our existence as a committee is the imprint that Heinrich Bull left to us on Achill Island. We are a small, dedicated group of individuals who give our time voluntarily and willingly to preserve that legacy that has been entrusted to us. We see it as something that's important, just as the Bull Stiftung here in Germany see that as an important thing to carry on the legacy of Heinrich Bull, and for Margot and John and I to be here and to be part of this larger Bull family is so important. So I want to say thank you to the Bull Stiftung Saar for being here. So, you know, over the course of many, each year, we explore very different ideals of Bull, his idea of European integration, freedom of expression, artistic autonomy. We've looked at immigration, both in and out of the country, and especially the plight of migrants as we have at the moment. We've also looked at Achill's historical past and the role of religion in that, and to that end, 2 years ago, the both Bremen Stiftung and you were in charge of having a conference in Achill on the role of religion in society. And on that point, while they were there, they wrote a brochure, and that's available downstairs. If you were interested in looking at that. Two seminal works of Heinrich Bull in relation to Achill are the Irisches Tagebuch, the Irish Journal, originally published in 1957, and the TV documentary Irland und seine Kinder, Ireland and Her Children, which was released in 1961. I will refer to both of those in what I am going to say to you here this evening. In one way, the committee is a curator of a living museum, because Heinrich Bull's memory on Achill is not just something that's in the house. It's not just something static. It is something that's alive. And that's what we want to do, to keep that alive. And I'm not just speaking about the cottage, but the tangible, physical identifier of Bull's presence in the community, sparked by image or word from his works, from his Irisches Tagebuch or Irland und seine Kinder, you know, and those are still very much alive in the community. Or on a piece of music, carried on the wind through that proverbial gap. It is in those remainders that are preserved in the landscape, as outlined in his book and in his documentary film, because those slides, the top slide is from Irland und seine Kinder, and I want to say thank you to René for permission to reproduce that. So the top one is from Irland und seine Kinder. The bottom one is as the skeleton of a human habitation, as it is described in the book, in Irisches Tagebuch, is as it is today. So what I have on the screen there is a quote from the chapter Skeleton of a Human Habitation in Irisches Tagebuch, and I quote, "In limitless patience, time and the elements have eaten away everything not made of stone, and from the earth have sprouted cushions on which those bones lie like relics, cushions of moss and grass." Beautifully descriptive. You go there, you see it, you experience it. It's as it was. It is today as it was then. Referring back to his Nobel Prize lecture, he says,
I'll just go back a moment. He asked the question, how will we survive without this gap, this space, this remainder, which can be called irony, be called poetry, be called God, fiction, or resistance? So within this space, and I think today we are in great, the danger of losing that space because we want to put everything in there to keep a space open. And he continues, countries too are always approaching what they claim to be. And there can be no state which does not leave this gap between the verbal expression of its constitution and its realization. A space that remains, where poetry and resistance grow and hopefully flourish. And he continues, there exists no form of literature which can succeed without this gap. Those also are images from the Ireland Zannikinder. Pre-EU or European, you know, the EEC as it was. A local butcher selling meat from his bicycle. Okay. 10 years after Ish's Tagebuch was published in German, it was published in English. And in the foreword to that English edition, he acknowledges the profound change that had occurred in Ireland in one decade, in 10 years. And he suggests that Ireland had caught up with 2 centuries and leaped over another 5. And it was in that very great, you know, movement from, as I showed in this here, to what became the beginning of Ireland as she began to grow and as she is now. And he says, in that leapfrogging, writers, artists, and musicians struggle to hold on to that which the economists and politicians fail to see as being of importance. And I think that is also true of today, that sometimes we fail to see the importance of the arts and humanities in as somebody who teaches, who works in education, such an emphasis is on science and economics that we lose sight of the arts and the importance of the arts for who we are as humans. This here is a quote from, again, Ish's Tagebuch, and on the arrival of the Bull family in Achill, and because they arrived with Deutschmarks, with no Irish money. And on arriving in Achill, he says, that evening we were giving something worth as much as cash, the storekeeper's account book. It was a fat book, consisting of nearly 80 pages, solidly bound, with a very, very permanent quality about it. He said, we had arrived. We were home. Heinrich Bull was no stranger to controversy, and I suppose you could say that as a writer, he set out to court controversy in order to provoke change, especially when it came to social and political issues, and in particular, the right to freedom of expression for his fellow writers and artists internationally, based on the reality of the milieu in which he lived and worked. In Achill, as an association, perhaps what we do or try to do is what Bull did. We engage at the intersection of language and social being and belonging, at the place where the question of value, of the connectedness of what we do is to be human, and the response of the artists and writers, poets and composers, and of the Achill community to the questions
that Bull set then, but that are perennial to us. We spread our net wide to bring our artists in. And we engage with them, but also we listen to them. Okay, so the top one is also from Irland und seine Kinder. And those, so we those are in relation to some of the themes that we work with, environmental issues. I went for a walk along the beach and found this sign on the beach, road flooded. Oh. No road, but the sign was there. And that's nearly our highest mountain. There is another that is just a little bit higher. That's Slieve Mhor. In the deserted village, or the skeleton of human habitation, which Bull breathed new life into in that chapter, in locating the readings in the landscape, it is where we can now hear the silence, because, like in music, in order to hear music, you need to hear the gaps or the spaces in between. Immigration and migratory labour has been part of our experience as a rural West of Ireland community. And it's been part of our history. And that's described in Mrs. D's Ninth Child. But it could be written today about the global movement of people, of displaced people. And I quote, "More tears, more farewells. Michael is leaving too, and Sheila. Tears, tears, Irish, Polish, Armenian tears. These farewells at Irish railway stations, at the bus stops in the middle of the bog, when tears blend with raindrops and the Atlantic wind is blowing. Grandfather stands there too. He knows the canyons of Manhattan. He knows the New York waterfront. For 30 years he has been through the mill. And he quickly stuffs another pound note into the boy's pocket." But in it, the reality of immigration is something that we see on our television screens every day. You do not see scenes like this today. Some nuns in the local community, in the local, were saving the hay. So it is in the history of Achill, no more than the history of Saarland and the history of Saarbrücken, is very turmoil. We had a lot of religious turmoil, a lot of for a small community like Achill, we have a very, very rich, very poignant, very sad, in many cases, history. And it's in that past, in that gap, which the mix of history and religion, it becomes a creative stimulus for remembering and for bringing new life. Art is very important to Achill. We've had artists coming to Achill since the 18th century, painters, writers. And the Achill Heinrich Bull Committee, part of what we do is not alone inviting artists to come, but in supporting them also. And to where through their eyes, they give us as a community a greater appreciation of the landscape. But in many cases also, it is the only opportunity for local people sometimes to be exposed to art. So we're very lucky in that sense. We did have at one time a cinema on the island. This was our cinema. We don't have a cinema anymore. And again, I quote from Irish's Tagebook in a chapter called When God Made Time. It says that a church service can only begin when the priest arrives is obvious. But that a movie or a film can only begin when all the priests arrive, the local ones as well as those on vacation that are assembled
in full strength is somewhat surprising to the foreigner used to continental customs. So the presence of the church wasn't always only from the pulpit or the church, it was also within the cinema. A couple of years ago, we were very privileged to host selected works from René's exhibition called Chiellini. And this exhibition was based on research by René, and he's continued to work on this theme. The Chiellinis were the graves of unbaptized children, mostly babies, who were not allowed to be buried within consecrated grounds of the church. The research that René is carrying out, because in our parish alone, there are, I think René has it's now nearly 30 of those Chiellini. In every village, there would have been a grave of unbaptized children. Very high mortality rate. But also in those Chiellini would be, if a mother died in childbirth, the mother would be buried there too, because she wouldn't have been churched, therefore unclean. So she would have also been buried there. And again, those are from Irland und seine Kinder. The unmarked graves of children. I have there at least 26, but I think René now has brought it up to about 30. And if what it does is to remind us of the vulnerability of the human, you know, and that's something that we need to keep in mind in any kind of challenging situation, that in the landscape of our community, those are always reminders. Like I said earlier, over the past couple of years, we have been very privileged in forging links with the Heinrich Böll Stiftung Bremen, now with Heinrich Böll Stiftung Saar, you know, and where larger groups, 25 people, will come and be part of our weekend. So that is, it's wonderful, like I said, to expand the work we do and to make it link in with the work that goes on here in Germany. So the writers and artists and young people are and musicians who come to ACL, and the young people from our own community who participate in the writing competition, very often speak of a deeper sense of who we are as individuals and society, and challenge us to respond in a broader and more radical or far-reaching way than we thought heretofore possible. So what we do as a community, as a stift, or as a committee and association, we support, we organize, and we help to keep to the fore the memory of Heinrich Böll among us. So what the question, again, going back to what the question Böll asks, how will we survive without the gap? What Heinrich Böll discovered in ACL was not something tangible, something that can be grasped and packaged nicely. Yet in ACL we have something tangible that reminds us of his presence, which is the cottage. But within the landscape also is the ever reminder, especially for our own community, but those who visit, and especially those who have read Irisch's Tagebuch. So the challenge for us as an association is to hold this gap open, because as Böll reminds us again, art is always a good hiding place, not for dynamite, but for intellectual explosives and social time bombs. I like that. So in a world of fake news, the need for intellectual explosives and social time bombs is ever more pertinent. Böll was not afraid to speak out, regardless of the consequences to him. So in ACL, that space in ACL has long,
long time been a hiding place for resistance. And the Ekle Heinrich Bull Committee are the keepers of that gap. So back to the question from earlier. So what is it that we do to keep this gap open? As Bull said, the only valid proof of identity is the language in which he writes. That's so therein Ackle claims, okay, Heinrich Bull is buried in Germany, but his heart is in Ackle. We hold it. We hold his heart. And so if you want to experience Heinrich Bull in a reality different maybe from what you experience it here, then you need to come to Ackle. So to bring this presentation to an end, I would like to read a poem written by Bull, titled Sound the Alarm for Ulrich Sonnemann. Sound the alarm. Sound the alarm. Call your friends together. Not when the hyenas howl, not when the jackals circle round you or the house dogs yap, not when the ox misses its footing under the yoke or the mule stumbles at the mill. Sound the alarm. Call your friends together when the rabbits bare their teeth and sign their thirst for blood, when the sparrows practice nosedives and strike home. Sound the alarm. Ladies and gentlemen, thank you. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend auch meinerseits. Mein Name ist Marco Schäfer und ich arbeite für die Heinrich-Böll-Stiftung im Heinrich-Böll-Archiv. Das ist René Böll, Jahrgang 48, als dritter Sohn von Annemarie und Heinrich geboren, natürlich in Köln. Studierte Malerei und Grafik in Köln und in Wien. Ab den 70er Jahren ostasiatische Tuschetechnik. Was man noch sagen will oder erwähnen sollte, ist, ab 75 hast du den Verlag gegründet, den Lamour Verlag. Und seit dem Tod Heinrich Bölls bist du dessen Nachlassverwalter. Als Maler hast du viele Ausstellungen im In- und Ausland und als erster Westeuropäer sogar eine Ausstellung in Peking gehabt mit deinen Tuschearbeiten. Einer der ersten, okay. Ja, also mal, ja. Muss ich übertreiben. Nee, aber wenn du mal erzählen könntest, was du als Nachlassverwalter, so gerade in der Zeit zwischen 85 bis 2009, was da so zu deinen Aufgaben gehörte, das wäre vielleicht mal interessant, weil es ja den Verlag gibt, das Archiv und so weiter. Ja, was macht der Nachlassverwalter? Viele Leute fragen sich das. Es war ja so, dass mein Vater sehr viele Sachen geschrieben hat nach dem Krieg, hunderte von Texten, von denen sehr viele nicht veröffentlicht wurden. Nicht, weil er die nicht veröffentlichen wollte, sondern weil niemand interessiert war, sie zu veröffentlichen. Es waren also sehr viele Texte im Nachlass, zwei Romane, sehr viele Erzählungen, Essays, viele Gedichte. Und da überlag die Entscheidung darüber, hat er einem Komitee von 5 Personen überlassen. Meinem Bruder, meiner Mutter, mir, meinem Vetter Viktor und dem Kritiker Heinrich Frommweg. Ich war aber eigentlich eine Art Geschäftsführer für diese ganzen Organisationen und entscheide heute alleine, was noch veröffentlicht wird. Natürlich lasse ich mich beraten. Es ist nicht so, dass wir beratungsresistent wären, wie viele Leute glauben oder Sachen verheimlichen wollen. Also es gibt ja ein sehr, sehr negatives Bild von Nachlassverwaltern. Ich habe noch nie eine positive Darstellung gelesen. Es wird immer gesagt, die sind geldgierig, die wollen den Autor für ihre Zwecke benutzen. Sie wollen Sachen verheimlichen, verstecken, manipulieren, was es natürlich gab. Aber bei uns, glaube ich, ist es einigermaßen okay gelaufen. Hoffe ich jedenfalls. Überschaubar. Ja. Naja, was dann dazu kam später, dann war dann die Kölner Ausgabe der Werke meines Vaters in 27 Bänden. Eine tolle Arbeit, wo Markus auch mitbeteiligt war, unter anderem.
Und da oblag mir im Wesentlichen zu entscheiden, welche unveröffentlichten Texte werden noch in die Ausgabe aufgenommen. Dann habe ich natürlich den gesamten Kommentar durchgearbeitet. Also von den 27 Bänden den Kommentar nicht geschrieben, aber zumindest gelesen, auch Fehler durchgesucht. Und eben den Kommentar zum irischen Tagebuch habe ich fast auch gemacht. Weil ich eigentlich der Einzige war, der das auch konnte. Ich kannte die Menschen, ich kannte die Orte, kannte die Zeit, in der das geschehen ist. Außerdem hast du ja noch die privaten Materialien und hast ja auch zum Teil zur Verfügung gestellt für Kommentare und so weiter. Mhm. 2009, vielleicht muss man das auch kurz erwähnen, März 2009, als Köln versucht hat, eine U-Bahn zu bauen. Ach so, ja. Ja. Ja, das war das Problem, dass mein Vater hatte 1979 erst hatte er sein Archiv nach Boston gegeben, 10 Jahre lang, eine Zeit lang. Und als wir Kinder waren, hatten wir da die Sachen, so einen Haufen Papier in der Ecke gesehen und haben gedacht, das ist so Abfall. Haben dann eine alte Felge von einem Reifen dazugelegt, dachten, das kommt weg. Dann ist diese Felge war mit nach Boston gebracht worden. Und die Germanisten haben aber lange überlegt, zu welchem Roman gehört diese Felge? Weil eigentlich mein Vater nirgendwo ein Fahrrad beschrieben hat, oder? Hat er das? Ja, es gibt einen Textbrief an meine Söhne oder 4 Fahrräder. Ja, der war später. Und dieses Archiv kam dann später nach Köln zurück, wurde dem historischen Archiv der Stadt Köln bzw. der Zentralbibliothek übergeben. 1984 verkauft von meinem Vater. Und wir haben dann 2008 im Dezember noch einen großen Teil verkauft, der noch im Privatbesitz war. Diese Sachen haben wir leider kurz, ich glaube 4 Wochen, bevor das Archiv eingestürzt ist, ins Archiv eingeliefert. Und das war die ganze Fotosammlung, das waren die Kriegsbriefe, das waren die ganzen frühen Manuskripte vor dem Krieg, ja, 400 Manuskripte, Briefe, Fotos. Ja. Und das war so brutal, wenn man sich vorstellt. Und die haben gesagt, bei uns liegen die Materialien sicher, nicht bei dir zu Hause. Ja. Und dann, es waren also 22 Umzugkartons mit Material, also schon eine ganze Menge Zeug. Ja, das war so die Schlussphase der Kölner Ausgabe und am Schluss haben wir die Interviewbände gemacht und brauchten sehr viel Korrespondenz, sodass in unseren Büros sehr viele Archivkartons waren mit Korrespondenz. Glück gehabt, also die Böll-Forschung geht weiter. So, der 100. Geburtstag. Diese Veranstaltung hier in Saarbrücken ist eigentlich der Abschluss eines außergewöhnlichen Böll-Jahres. Ja. Und allein die Böll-Stiftung hat über 100 Veranstaltungen durchgeführt. Mhm. Fast alle Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen haben für diesen Anlass richtig neue Produktionen, also richtig was Neues geschrieben und was Neues hergestellt. Und es gibt sogar 2 Publikationen von Jochen Schubert und Ralf Schnell. Die Zentralbibliothek hat eine Ausstellung gezeigt, Heinrich Böll und die bildende Kunst. Was sagst du zu diesen Aktivitäten, beziehungsweise hast du das Gefühl, dass sich das Bild von Heinrich Böll in den letzten Jahren ein bisschen geändert hat? Ich glaube, es hat sich im Positiven geändert. Dieser ganze Quatsch mit Gewissen der Nation, und ich sage das so bewusst Quatsch, weil ich das für Unsinn halte, was ich auch selber nie wollte, diese Rolle, in die er reingedrängt wurde, ihm aufgedrängt wurde. Es war ja auch ein Alibi für viele Leute, sie sagten, wir sagen das dem Böll, dann kümmert er sich drum. Dann braucht man das nicht selber zu machen. Man muss auch mal so sehen. So haben wir es als Familie gesehen, oft. Und ich denke, dass der Autor wieder mehr in den Vordergrund gerückt ist. Das war auch mein Anliegen für diesem ganzen Jubiläum. Und ich glaube, das ist auch relativ gut gelungen. Ja, bestimmt. Also man hat ja vorher immer über ihn gelesen. Und jetzt hat man wieder mehr von ihm gelesen. Ja, das ist das Besondere, dass man immer mehr, auch in der Verfilmung Ansichten eines Anarchisten, hat man sehr viele Texte von Böll. Ja. Und ich finde das angenehm, Böll im Original zu hören. Zu dieser Ausstellung hier, Einmischung erwünscht, da geht es ja auch um den öffentlichen Intellektuellen. Ich weiß, dass du das nicht so gerne hörst, wenn man den so separiert. Aber man muss schon drüber reden, und zwar auch, was ihn ausmacht, Heinrich Böll. Ne? Und das sind eben so 3 Aspekte, die sind unheimlich wichtig. Ne? Das ist die Sprache, die Wahrnehmung und seine Haltung. Ne? Und zur Sprache
Das ist ja sein Zugang als Künstler, ne? Ja. Weil Sprache als Material zumindest, ne? weil er hat mal gesagt, wer die Sprache liebt, weiß, dass sie das Menschlichste am Menschen ist und darum auch schrecklichster Ausdruck seiner Unmenschlichkeit werden kann. Und diese Auseinandersetzung mit dem Sprachgebrauch, alles Denken drückt sich in Sprache aus. Und er hat auch gesehen, dass die Worte nie neutral sind, nur wieder manipuliert wird. Und er hat eben auch als seine Aufgabe gesehen, da denke ich, Sprache als Werkzeug, so diese Suche nach einer bewohnbaren Sprache in einem bewohnbaren Land. Ist das nicht so, dass er das auch in seinen Essays so zum Ausdruck bringt, diese Suche nach einer bewohnbaren Sprache in einem bewohnbaren Land oder also seinen Zugang als Künstler? Ja, ist natürlich einerseits, wenn man die Essays liest, merkt man eigentlich mit unheimlicher Präzision, wie die geschrieben sind. Das ist schon jedes Wort genau überlegt. Er hat mal vom Irischen Tagebuch gesagt, er hat es geschrieben als ein Kunstwerk. Kein Wort zu viel, keins zu wenig. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der oft übersehen wird. Man denkt, die Meinung war wichtig, die Haltung dahinter. Aber es war für ihn, klein zum Beispiel, die Rede, es gab eine Rede bei Franca Magnani, war eine berühmte italienische Journalistin, die einen Preis bekam. Ich weiß nicht, weißt du, wie der hieß? Ja, weiß ich. Weiß ich aber im Moment nicht. Weiß ich auch nicht. Egal. Ne? Da hat er eine Rede gehalten, die vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, ein bisschen länger war. Das Material davon war fast ein ganzer Aktenordner. Da hat er unheimlich viel von ihr gelesen, über sie gelesen, sich Reportagen angesehen. So hat er gearbeitet. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Beispiel. Ja. Wenn man denkt, ein kurzer Text, 20 Minuten, vielleicht 6-7 Seiten, vielleicht auch ein bisschen länger. Das ist aber eine Arbeit von dann 2-3 Wochen gewesen, ja, wo er sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Oder Buchkritiken, die er geschrieben hat. Er hat ja einige Bücher meines Verlages auch eine Kritik zugeschrieben. Das war für ihn dieselbe Arbeit oder war genauso wichtig, wie einen Roman zu schreiben. Es war nicht so, dass er das mal nebenbei gemacht hat. Ja, keine Gelegenheitsarbeiten. Keine Gelegenheitsarbeiten. Er hat natürlich auch mal einen Roman, den er nicht veröffentlicht hat, hat er 7 Kurzgeschichten daraus rausgeschnitten. Also er hat auch sehr praktisch gedacht. Ja. 7 Episoden aus dem Roman oder 6 oder 7, ich weiß nicht, also egal wie viel. Form und Inhalt mussten für ihn stimmen. Ja. Und wenn er eine Erzählung angefangen hat und er hatte das Gefühl, das muss ein Roman werden, dann, also Narbe über dem Nasenbein, ist nachher Billard um 9:30 geworden. Ja. Also das ist genau das, wo er das alles als Material gesehen hat. Aber nochmal zurück zu dieser Sprachsensibilität. Es ist ja schon so, dass er meines Erachtens da auch ein bisschen verkannt wird. Ne? Also wenn er zum Beispiel so ein Wort wie Heimatvertreibung in den 50er Jahren schon nimmt und sagt, wegen dieses Wort hier, das wird manipuliert. Ne? Mhm. Heimatvertrieben waren seit 1933 jüdische Mitbürger und auch andere Mitbürger. Ne? Mhm. Und nicht erst nach 45, wo dann diese ganzen Verbände gegründet wurden. Mhm. Böll hat immer wieder darauf hingewiesen. Und da denke ich mir, da funktioniert er mit seiner Sprachsensibilität. Ja. Auch diese Suche immer nach diesem ursprünglichen Wortsinn finde ich schon faszinierend. Ja. Er hat ja das Grimmsche Wörterbuch. Das haben wir damals in der DDR noch gekauft. Also ja, die Originalausgabe. Das Wörterbuch ist erst in den 60er oder 70er Jahren, glaube ich, fertiggestellt worden. Die letzten Bände. Angefangen 1830 oder 40 und dann über 100 Jahre hat man daran gearbeitet. Das ist ein riesiges Wörterbuch der deutschen Sprache mit, ich glaube, über 300.000 Wörtern. Das war für ihn eine ganz wichtige Quelle auch, zu gucken, welche Worte gibt es überhaupt, welche Verbindungen mit Worten. Genau. Und das griechische Wörterbuch, wenn es um die Fremdwörter ging. Aber das stimmt, der Name Fämel taucht auch im Grimmschen Wörterbuch auf. Also. Eine Anekdote dazu, damals im DTV-Verlag hat er dem Vorsitzenden, dem Geschäftsführer, Friedrich, dem Friedrich einen Brief geschrieben, er möge doch die DTV-Ausgabe, in der DTV-Ausgabe dieses Grimmsche Wörterbuch publizieren, was er auch gemacht hat. Was er auch gemacht hat, ja. Ein anderer Aspekt war noch die Wahrnehmung, so diese Sinne, sehen, zuhören, riechen, schmecken, so diese Atmosphäre herstellen. Er hat mal gesagt, ein gutes Auge gehört zum Handwerkszeug des Schriftstellers. Ein Auge gut genug, ihn auch Dinge sehen zu lassen, die in seinem optischen Bereich noch nicht aufgetaucht sind. Ist das auch die Fantasie gemeint? So. Fantasie, aber auch genaues Hinsehen. Also wenn man zum Beispiel gerade sieht, das Irische Tagebuch, diese Beschreibung dieses verlassenen Dorfes, du hast es ja auch gesehen. Ja.
einerseits genau sehen, was ist da. Was war der erste Eindruck auch von Weitem? Wir sind ja nicht mit dem Auto damals hingefahren, sondern zu Fuß hingegangen, haben es also von Weitem gesehen, so langsam erschien es erst. Und dann aber auch genau zu sehen, was sehe ich eigentlich da? Ja. Und aber auch die Fantasie, was ist hier gewesen? Also ich habe es gesehen, für mich war das eine Ansammlung Steine. Ne? Ja. Steine halt. Ja. Und das ist schon, das fand ich auch sehr faszinierend, diese eine Stadt zu sehen. Der dritte Aspekt. Da wird das sehr deutlich für mich zum Beispiel, an so einem Beispiel. Also Fantasie auch als Wahrnehmungsverlängerung, also dass man sowas wahrnimmt und sich dann zu Ende vorstellt. Ja, auch sich das vorstellt, was ist hier passiert. Oder jetzt die Geschichte, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral, die ja auch in Eckel spielt. Einfach zu denken, da sitzt ein Fischer im Boot und daraus macht er dann eine Geschichte. Ja. Ist ja nicht in Wirklichkeit so passiert, aber wir haben schon Deutsche erlebt, die kamen nach Eckel und sagten, wenn man hier die und die Dinge anders macht, dann funktioniert das hier. Wie Deutsche eben das sehr gerne machen, habe ich auch in anderen Ländern erlebt. Ecuador habe ich es erlebt, in der Heimat meiner Frau. Ich denke, man muss die und die Sachen hier regeln, dann funktioniert das alles. Ja. Und das war eben in Irland auch so. Und daraus hat er aber dann eine ganz lustige Geschichte gemacht, die auch jetzt als Kinderbuch erschienen ist. Ja. Der dritte Aspekt, Haltung, so seine habituelle Substanz. Also, weil er auch immer so für sich gesprochen hat, nie für eine Partei. Er war ja nicht Mitglied einer Partei oder einer Gruppierung. Und der hat Werte beglaubigt durch seine Persönlichkeit. Und eigentlich durchgängig, sein Leben lang. Weil Haltung zeigt sich vor allem in Krisen und in Konfrontationen, wenn man so Stellung beziehen muss. Gerade auch so in Zeiten des Widerstands. Widerständigkeit, muss man sagen. Und so sein Beharren auf Freiheit. Und Widerständigkeit hat er ja auch, vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, was da so für ihn alles dazugehört. Widerstand natürlich gegen den Staat, auch gegen auch Gesetze übertreten, gehörte auch dazu, wenn es sein musste. Schmuggel war ein beliebter Sport in der Familie. Ich, zum Beispiel, weil er einfach dachte, viele Sachen, die er nicht einsah. Das haben wir aus Irland Tee geschmuggelt und in anderen Ländern Zigaretten oder eben auch Manuskripte aus Russland. Nicht? Ja. Weil er wusste, diese Manuskripte waren von Solzhenitsyn und unter anderem auch von Kopelev und von anderen Leuten. Die durften in Russland nicht veröffentlicht werden. Und es war ja für diese Menschen ein großer Schutz, wenn die Sachen im Westen veröffentlicht wurden. Das haben viele Leute unterschätzt. Also wenn die Namen im Westen genannt wurden und sie waren dort publiziert, waren die Leute zumindest sicherer. Es konnte ihnen nicht so viel passieren, wie wenn sie unbekannt waren. Und diese Manuskriptschmuggel oder Briefe hin und her bringen oder Geld auch geben, viele Leute finanziell unterstützen. Aber nicht nur in Russland, auch in Griechenland. Als wir 1972 in Griechenland waren, haben wir eben auch Geld übergeben für Familien von Schriftstellern, die im Gefängnis saßen. Es ging also nicht um links oder rechts, sondern das war ganz unabhängig. Einfach, es ging um Autoren, Menschen, denen man helfen musste. Ja, mit Widerständigkeit dachte ich jetzt eher so an Werbung und vorgegebene Ordnung, was Religion angeht. Aber ja, Konsumfeindlichkeit. Also Konsum war für ihn kein Problem. Es hat jetzt mal jemand, ein Germanist, geschrieben, er hätte Armut zelebriert. Hätte sich als arm, das ist einfach Quatsch, sowas nicht. Weil zum Beispiel Kleidung, Möbel, Auto. Der war uneitel in der Beziehung. Er war ihm vollkommen egal. Das ist uneitel würde ich fast schon zu bewusst. Ja. Ich hat meine Mutter oft eher gekämpft, dass er sich was Vernünftiges anzieht. Also er war eigentlich, es waren Sachen, die waren ihm vollkommen egal. Und das war eben auch ein Punkt, der in Irland ganz wichtig war. Das spielt überhaupt keine Rolle. Weil in Irland keiner drauf geachtet hat? Nein, hat niemand drauf geachtet. Ja. Die Leute waren arm, die waren arm gekleidet. Die Kinder, viele Kinder barfuß damals noch. Da spielt das überhaupt keine Rolle. Da waren wirklich so diese Äußerlichkeiten ganz unwichtig. Wir haben das letzte Büro von Heinrich Böll in der Stadtbibliothek hinter Glas. Mhm. Das sieht fantastisch aus, finde ich. Aber es gibt Besucher, die sagen, das ist Sperrmüll. Sperrmüll, ja. Ist auch Sperrmüll. Ja. Sperrmülloptik, sagen die Feinern. Ja, okay. Im Rheinland sagt man schäbig.
Nee, aber ich wollte noch fragen, wann verspürte Heinrich Böll so diesen Wunsch, sich öffentlich mit gesellschaftspolitischen oder kirchenpolitischen Themen auseinanderzusetzen, öffentlich auseinanderzusetzen? Ich glaube, das war ein sehr starker Punkt, war die Wiederbewaffnung. 55 ungefähr, ne? Ja. Also als die Bundeswehr wieder eingeführt wurde, Wiederbewaffnung kam, eigentlich die alten Leute wieder an die Macht kamen. Als die Nazis aus den Gefängnissen entlassen wurden. Viele waren ja nur ganz kurz drin, oder die meisten. Manche überhaupt, die meisten überhaupt nicht. Dieser Punkt war für ihn ganz schlimm, also als die alten Machtstrukturen praktisch wieder weitergingen. Militärs wieder kamen. Aber so ein Text, wo er sich damit so auseinandergesetzt hat, also das macht er ja eher rückblickend. Ja, Rede zur Brüderlichkeit, Woche der Brüderlichkeit, glaube ich. Wann ist der? 56, also ein ganz wichtiger Text. Ja. Also gerade diese alten Nazis wieder, die Militärs wieder kamen, die Wirtschaft, die wieder wichtig wurde oder wichtig war. Ja, gerade sein Engagement auch für die Germania Judaica, der Thomas hat das eben schon erwähnt. Mhm. Vielleicht kannst du noch erzählen, wie es zu dieser Initiative kam, weil das finde ich nämlich viel faszinierender, weil das eben so eine Bürgerinitiative war. Vielleicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ach so, war ich noch zu klein. Naja, auf jeden Fall. Jedenfalls waren es Kölner Bürger, auch jüdische Mitbürger, glaube ich. Es war vor allem auch deine Mutter, ne? Meine Mutter war mit dabei. Ja, und das war eine Idee aus der Nachbarschaft. Da war der Paul Schalik. Paul Schalik war dabei. Mit seiner Frau. Mhm. Und ich fand diesen Ursprung, dass es so aus so einer Nachbarschaft, da muss was passieren, wir müssen hier was bewegen, dass aus so einer Keimzelle so eine Bibliothek entsteht, das fand ich schon faszinierend. Ja. Wurde denn die Rolle des Intellektuellen so in der Familie diskutiert? Früher kannst du dich da irgendwie... Ach, die Rolle nicht. Wir haben natürlich viel diskutiert über politische Dinge, kulturelle Sachen. Hm. Aber die Rolle selber eigentlich nicht. Nee. Nee. Wie in jeder Familie dann viele Sachen. Ja. Man denkt immer, bei der Literatenfamilie wird den ganzen Tag über Literatur geredet. Aber ist nicht so. Ja, gut. Die Ausstellung, die man unten sehen kann, die ist ja, oder da war der Versuch, eben diesen Heinrich Böll darzustellen in den Feldern Moral, Ästhetik und Politik. Mhm. Wohl wissend, dass man das eigentlich gar nicht trennen kann, weil sie eben in der Einheit von der Person Böll liegt. Ne? Und in diesem ersten Querschnitt mit der thematischen Klammer Moral wird so dieses Spektrum Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und Krieg, die Wohlstandsentwicklung, Währungsreform und die Auseinandersetzung mit der katholischen Amtskirche beschrieben, präsentiert. Und diese Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist überschrieben mit Erinnerung ist unsere Aufgabe. Und interessant ist ja, dass bis zu seinem Tode appellierte er in seinen Reden und seinen Essays an die Gesellschaft, das Dritte Reich als eine Zeit zu geringen Widerstands zu verstehen und deshalb auch in der Gegenwart Widerstand gegen Unrecht zu praktizieren. Und dieses Thema Dritte Reich und Krieg ist auch für Böll permanent eine Auseinandersetzung oder eine permanente Auseinandersetzung mit der Schuldfrage. Mhm. Du hast letztes Jahr das Kriegstagebuch herausgegeben. Dieses Thema, hattest du das Gefühl, das Buch wird gelesen oder da besteht Interesse? Ich hatte es ja selber erst gar nicht gelesen. Natürlich habe ich eine gewisse Scheu, jetzt auch Tagebücher zu lesen, weil man weiß ja nicht, was da drin steht in der Familie und geht mich auch im Grunde nichts an vielleicht. Ich habe es dann dem Jochen Schubert gegeben, deinem Kollegen, und er hat gesagt, guck es dir mal in Ruhe an. Also denk mal, du bist jetzt nicht der Sohn oder die Familie, sondern guckst dir mal an, was da wirklich drin steht. Und dann haben wir uns nach langen Diskussionen doch entschlossen, es zu veröffentlichen. Ich finde es ein ganz einmaliges Zeugnis. Was er erlebt hat, haben ja Millionen erlebt. Oder Hunderttausende haben das erlebt. Das ist nichts Besonderes gewesen. Mein Vater hatte ja eher das Glück, dass er relativ wenig an der Front war. Wenn er 6,5 Jahre Soldat war, war er nur ein paar Wochen an der Front. Also relativ wenig Zeit. Ist aber da schwer verwundet worden mehrfach und hat auch viele Kämpfe miterlebt. Also war schon eine wichtige Zeit. Und dieses Tagebuch ist eben über diese Fronterlebnis. Lazarettfront, Kriegsgefangenschaft auch. Und ich glaube, das
Das Interessante dabei ist ja, dass es ganz unmittelbar im Schützengraben geschrieben ist, während neben ihm jemand erschossen wird, während er selber verwundet wird. Während die Panzer auf ihn zurollen. Und er sich verirrt. Minustemperaturen, tatsächlich was schreibt. Und der Geruch von 14 Tage alten Socken und Blut und so, diese ganzen, es wird eigentlich unheimlich lebendig da drin, finde ich, durch diese, manchmal nur durch ein paar Worte. Ja. Sind fast wie Gedichte, diese Worte oft. Und gut, man kann darüber streiten, ob man es veröffentlichen soll oder nicht. Ja, die Kritik kam auf, dass das kein Tagebuch ist. Es ist kein Tagebuch, das kann man. Es ist nicht jeden Tag was geschrieben und auch nicht. Nein, das sind Notizen. Ja, ja, genau. Aber eben. Wohlstandsentwicklung ist unten noch und Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche. Böll war ja gläubiger und praktizierender Katholik, trotzdem hat er sich immer auseinandergesetzt mit der Kirche. Was war so seine Hauptkritik an der Amtskirche? Einmal, dass die Kirche eben doch sehr den Mächtigen sich angedient hat. Also diese ganze Struktur der Kirche, einmal die Kirchensteuer, war ein ganz wichtiger Punkt. Dann wurde ja damals noch von der Kanzel gesagt, habe ich selber noch erlebt, im sogenannten Hirtenbrief zur Wahl, man sollte eine christliche Partei wählen. Das war ja klar, wer das ist, also gab es ja nur eine. Also wurde ganz klar gesagt, Christen wählen eine christliche Partei. Das fand ich natürlich unerträglich, weil die Partei ja auch gar nichts Christliches hatte, auch bis heute nicht hat, in meinen Augen jedenfalls. Das ist ja nur ein Etikett, was sie sich anklebt. Und so diese ganze Verbindung von Macht, Kirche, Macht. Ja, er war immer für die Kirche der Armen. Er ist gegen die Administration, aber dieses Leben in der Kirche, diese Liturgie, die das Messen war und so, das war, ja. Das hat er aber gesagt, das ist seine Privatsache, hat er auch so gesehen. Okay. Ich finde, da hat sich jetzt ein, fand ich ein bisschen unangenehm, wie jetzt sich jemand Feldhoff heißt, der, glaube ich, dieser Kölner Vikar, der aus einem privaten Gespräch berichtet hat. Das finde ich überflüssig. Fand ich nicht so gut. Weil die Kirche natürlich wollte ihn einerseits okkupieren. Er ist ja aus der Kirche ausgetreten, aber trotzdem kirchlich beerdigt worden. Und da hatte die Kirche halt eine Presseerklärung gemacht. Er hätte Zeichen der Umkehr gezeigt. Also sozusagen, er wäre zu Kreuze gekrochen. Das fand ich also ekelerregend für mich und ich kämpfe bis heute dagegen, weil es einfach nicht stimmt. Er war gläubiger Christ, soweit ich das weiß. Und vom Anfang bis zum Ende. Ja, ein Indiz war die Bibel, die neben seinem Bett lag. Aber wenn ich mir überlege, was bei manchen Leuten neben dem Bett liegt. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Also dieser Priester hat leider einige Lügen in die Welt gesetzt, muss man so sehen. Ja. Der zweite Querschnitt ist mit der thematischen Klammer Ästhetik umschrieben. Umfasst die Aspekte Poesie des Tuns, Ästhetik des Humanen und Vernunft der Poesie. Und in seiner Rede Poesie des Tuns hat er 1984 darauf hingewiesen, dass das Wort Poesie ganz viele Bedeutungen hat. Und nur eine davon heiße Dichten und Erdichten. Die wichtigsten Bedeutungen, so erläuterte er, haben mit Machen zu tun. Und so diese Ästhetik von Recht und Gerechtigkeit, so sagt er. Es gibt da ein Gedicht, da heißt es, es ist schön, ein hungerndes Kind zu sättigen, ihm die Tränen zu trocknen, ihm die Nase zu putzen. Es ist schön, einen Kranken zu heilen. Ein Bereich der Ästhetik, den wir noch nicht entdeckt haben, ist die Schönheit der Gerechtigkeit. Über die Schönheit der Künste eines Menschen, der Natur, können wir uns halbwegs einigen. Aber Recht und Gerechtigkeit sind auch schön. Und sie haben ihre Poesie, wenn sie vollzogen werden. Und er hat daran geglaubt, an diese Schönheit der Gerechtigkeit. Ja, natürlich. Ja. War für ihn ein ganz wichtiger Punkt. Er wurde ja oft als Prozesshansel verschrien, was er gar nicht war. Er hat ja nur relativ wenige Prozesse geführt. Er hätte sehr viele führen können, wegen den ganzen Diffamierungen, die ja unsäglich waren. Und die Prozesse hat er auch gewonnen, natürlich, die er geführt hat. Ja. Kannst du so Beispiele so, weil das so, dieses Schönheit für Recht und Gerechtigkeit hat ja auch was mit seinem Einsatz für Menschenrechte zu tun. Ja. Du hattest eben die Schmuggel von Manuskripten beschrieben und Medikamente. Das ist ja sowas im Kleinen, aber im Großen hat er als PEN-Präsident auch einiges erreicht, so mit Willy Brandt und Egon Bahr. Ja, es gab ja die Organisation Writers in Prison, ich glaube, die mein Vater mitgegründet hat, also für die Familien von Schriftstellern, die im Gefängnis waren, die weltweit gearbeitet hat. Die Unterlagen sind bis heute gesperrt, weil da eben viele sehr
delikate Sachen drin stehen. Ist nicht, dass irgendwas Illegales war, sondern es könnte immer noch gefährlich sein für manche Leute, wenn viele Sachen publik würden. Also mein Vater hat ja diese Sachen auch nie erzählt. Also wenn er Sachen geschmuggelt hat oder Geld gegeben hat oder eine Person aus der Tschechoslowakei geschmuggelt hat im Auto, hat er auch mal gemacht. Darüber hat er ja nie gesprochen, weil das für die anderen Menschen gefährlich gewesen wäre. Nicht für ihn, aber für die anderen. Ja, ich überlege mir auch, was die Sensationspresse daraus gemacht hätte. Ja, ne? Ja. Also, er hätte sich da nicht mehr blicken lassen können. Also er hat sich sehr viel für Schriftsteller eingesetzt. Also weltweit, Chile war ein wichtiger Punkt. Klar, 73, Ostblock sowieso. Ja. Aber auch USA, zum Beispiel Angela Davis oder James Baldwin war bei uns mal. Robert Neudeck war ein wichtiger Punkt, ja. Also viele, auch amerikanische Bürgerrechtsbewegung war auch eine wichtige Bewegung, die ja auch Unrecht erlebt hat. Ja. Man bezieht dieses Unrecht immer auf den Osten, das ist natürlich sehr einseitig gesehen. Es gab ja Unrecht eigentlich in der ganzen, auch in der Bundesrepublik. Ja. Der zweite Aspekt ist so Ästhetik des Humanen. Das ist so der Titel der Frankfurter Vorlesung, 64. Und Ästhetik meint ja auch nicht die Lehre von dieser wahrnehmbaren Schönheit oder von Gesetzmäßigkeiten und Harmonie in Natur und Kunst, sondern im ursprünglichen Sinn, so diese Lehre von der Wahrnehmung, vom sinnlichen Anschauen. Ne? Und er sagt da, die Worte sozial, human werden in unserer Gesellschaft vermieden, unterdrückt, lächerlich gemacht. Sie sind gesellschaftsunfähig, asozial, wenn sie ohne Anhängsel auftreten, ohne wissenschaftliche Deckung, wie sie in Worten wie Soziologie und Humanismus vorhanden ist. Ohne politische Deckung, wie sie in einem Wort wie Sozialismus geboten wird. Und ich hatte so den Eindruck, dass die fehlende Theorie ihn auch ein bisschen gehemmt hat, zumindest bei den Frankfurter Vorlesungen, da so in diesem akademischen Betrieb aufzutreten. Hattest du auch den Eindruck? So? Also ich weiß, dass das für ihn, ich war damals 16 oder 17, ein ungeheurer Stress war, diese Vorlesung. Es war ein fremdes Milieu. Er musste theoretisch über die Arbeit sprechen, war so eigentlich fremd. Ja. Und trotzdem ist es eigentlich einer der besten Texte, die er geschrieben hat. In meinen Augen jedenfalls. Ja, nur Anfang der 60er Jahre über Nachbarschaft und Heimat zu schreiben bei den aufkommenden Studentenbewegungen. Ich glaube, das war denen zu bürgerlich, oder? Das war denen zu, heute ist es ja wieder modern geworden, über Heimat zu reden. Damals war es natürlich sehr, es wurde als bürgerlich angesehen. Was natürlich Quatsch ist. Ja. Also in den Frankfurter Vorlesungen ist es ja der Alltag und das Alltägliche so in seinen konkreten Erscheinungsformen. Und es heißt an anderer Stelle, Böll empfindet es als eine deutsche Tragödie, dass wir alles lernen, zu Hause oder auch in der Schule, aber Leben lernen wir nicht. Weder die Freude am Leben noch am Alltäglichen. Und er bezeichnet das Leben als deformiert, wenn das Leben als solches kaum als wert erkannt wird und damit auch nicht das gemeinsame Leben. Das ist so meine Frage, wo hat er diese Freude am Leben am meisten genossen? Na, ich glaube, in Irland kann man fast sagen. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Also, ich glaube, die Bedeutung von Irland kann man kaum überschätzen. Natürlich, klar war es war auch nicht sein Land. Er musste sich da nicht einmischen. Er wurde anders wahrgenommen. Und in Irland waren ja keine Nazis gewesen. Das war auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, wenn Holland... Ich erinnere mich, als Kind, dann war es nicht immer so ganz angenehm als Deutsche oder Dänemark auch. In Russland komischerweise nie. Sind wir nie angefeindet worden. Aber in Irland wurde eher positiv gesehen, dass die Deutschen gegen die Engländer gekämpft haben. Ja. Das war ja ein bisschen komisch dann. Ne? Oder manche Leute sagten, Hitler war ja nicht so ganz schlimm. Er war vielleicht nicht so ganz okay, aber hat auch viel Gutes gemacht. Oder? Solche Sachen waren ja erst komisch. Ja, der ambulante politische Zahnarzt im ersten Tag. Ja. Natürlich konnte er auch genießen, also er ist jetzt nicht der Puritaner gewesen, wie man vielleicht aus den Texten oder aus den Bildern sehen würde. Das stimmt auch nicht. Er hat gern gegessen, getrunken und was auch. Er konnte auch genießen, auch Muße, auch Ferien genießen. Ja. In dem Zusammenhang, wir haben eben so viel über den Film Irland und seine Kinder gehört. Der lief auch im WDR und in anderen Sendern. Wenn Sie die Möglichkeit haben, den Film in der Mediathek sich nochmal anzuschauen,
machen Sie es. Das ist ein wunderbarer, schöner, poetischer Film. Mhm. Man weiß gar nicht, also diese Harmonie zwischen Text und Bild. Okay, das war der Werbeteil. Ja. Der nächste Aspekt, Vernunft der Poesie. In seinen Romanen oder auch in den Erzählungen wird immer so dieser Widerstand gegen diese durchrationalisierte Welt beschrieben. Und er hinterfragt ja eigentlich die Werte der westlichen Vernunft und ihre Bedeutung für das Individuum, weil da auch immer Geld und Gold mit verbunden ist. Mhm. Ne? Und du hast ja in deinem Verlag sehr viel mit dieser dritten Welt, wobei Böll ja schon gesagt hat, es ist so anmaßend, irgendwas dritte Welt zu nennen und sich selber als erste Welt zu verstehen, das hat er ja abgelehnt. Aber hat er sich mit deinem Verlagsprogramm da ein bisschen auseinandergesetzt? Ja, hat eigentlich die meisten Bücher gelesen, auch viele kritisiert, auch Sachen vorgeschlagen. Meine Mutter hat ja auch übersetzt für uns einige Sachen aus dem Englischen, zum Beispiel Cinci Mandela aus Südafrika und andere Sachen auch. Und ein ganz wichtiges Buch hat meine Mutter übersetzt, das war über eine Missionsgesellschaft in Amerika, die heißen Wycliffe. Herr Wycliffe war ja ein sehr positiver Mensch vor Luther, eigentlich ein Revolutionär in der Kirche vor Luther. Und die haben halt den Namen von Wycliffe übernommen, um damit zu missionieren. Und zwar in der übelsten Form. Also es war eine Organisation, die gingen in den kleinsten Indianerstamm und lernten die Sprache perfekt auswendig. Konnten also wirklich mit jede Sprache der Welt konnten diese Leute fast. Haben dann die Bibel in der primitiven Form übersetzt, den Leuten ihre Riten verboten. Ich habe mit einem dieser Vertreter gesprochen in Ecuador, bin in den Urwald gefahren, habe den ersten, der mit diesen Wycliffe-Leuten zusammengearbeitet hat, mit dem habe ich ein Interview gemacht, mit Freunden, Familie, die den kannten. Und die haben die Kultur von den Leuten vollkommen verändert. Ja. Und der Hintergrund war gleichzeitig, waren das Prospektoren, diese Leute. Waren also Geologen auch, die guckten nach Bodenschätzen. Die hatten in Ecuador einen eigenen Flugplatz eingerichtet. Die konnten von USA in den Urwald fliegen, ohne Kontrolle. Also eine ganz üble Organisation, die es, glaube ich, heute noch gibt. Dieses Wem Buch gehört meine... die Erde, heißt das Buch? Und nee, Gott, nee, ist Gott Amerikaner. Ja, aber die Rezension von Böll, ja. Heißt, wem gehört die Erde? Wem gehört die Erde? Ja. Ist auch unten in der Ausstellung zu sehen. Ja. Der dritte Querschnitt hat die thematische Klammer Politik und umfasst so die Bereiche Grundrechte bzw. Verteidigung des Geistes, des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit, hier besonders die Auseinandersetzung mit dem Sender Freies Berlin und Matthias Walden und Widerstand als Freiheitsrecht, also seinen Einsatz für die Bürgerbewegung, also angefangen von der Friedensbewegung bis hin zu den Grünen. Und Heinrich Böll hielt ja das Grundgesetz für die beste Verfassung, die sich ein Land geben kann. Mhm. Und wenn man sich vorstellt in der konservativen Presse, dass er immer diese freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr bringt, passt ja fast schon nicht zusammen. Ne? Und Böll sagt auch selber, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist eine einzige Aufforderung zur Politisierung. Es erfordert den aufmerksamen, wachsamen Staatsbürger, der ja mindestens oder spätestens bei Wahlen eine politische Entscheidung zu fällen hat. Und in einem anderen Zusammenhang hat er gesagt, die Deutschen gehorchen so gern, wie sie gern Gehorsam fordern. Ja. War er da Pessimist? Ja, er hat ja gesehen, wie die Leute sich anpassen. Das ist schon, also diese ganze Konsumgesellschaft, die Anpassung war ihm sehr fremd. Und das war natürlich auch schwierig, sag mal, für uns, weil zum Beispiel Schule spielte keine Rolle zu Hause. Also er war sehr, sehr auf Freiheit bedacht, auch seinen Kindern viel Freiheit gelassen. Manchmal vielleicht zu viel fast. Weil Schule ist schwierig, wenn Schule keinen Wert hat. Ist für Kinder ist, glaube ich, nicht so, ist ein bisschen schwierig. Ich fand es damals natürlich sehr positiv. Verstehe es auch heute noch gut. Wir waren dann manchmal 4 Monate auch außerhalb der Schule, also in Irland besonders. Aber so diese Sachen waren ihm vollkommen unwichtig. Aber also alles, was mit Ordnung, er war jetzt kein, nicht unordentlich so in dem Sinne. Aber er sagte, die Ordnung muss man auch selber sehen. Also er hat ja viele Gesetze auch übertreten, bewusst übertreten. Ja, obwohl er für die Einhaltung des Grundgesetzes war. Also jedes Mal, wenn sie geändert werden sollte, ging er auf die Barrikaden. Ja. Also nicht nur bei der Wiederbewaffnung, auch bei den Notstandsgesetzen. Notstandsgesetze war damals eine ganz wichtige Demonstration. Warst du ja auch dabei? Ja. Ich war auch dabei, 68. Ich war nicht dabei. Nee. Zu jung. Zu jung warst du noch zu jung.
Ich war 81 dabei bei der Friedensbewegung. In Bonn. Ja, da war ich auch. aber 68 war ein wichtiger Punkt, weil da war erstmal wieder, kam wieder so eine Unfreiheit rein ins Grundgesetz. Also die Möglichkeit einer Art von Diktatur. Die wurde ja mit den Notstandsgesetzen geschaffen, haben jedenfalls wir so empfunden. Also wenn der Notstand ausgerufen wird, können ja viele Gesetze werden, können nicht mehr angewandt werden. Und das war eine ganz wichtige Entscheidung. Und da hat die SPD ja mitgestimmt für die Notstandsgesetze. Heinrich Böll hat sich damals gegen die Notstandsgesetzgebung eingesetzt und sich auch für viele Positionen der Studenten stark gemacht. Ja. Letztens habe ich Hannes Heer gehört, einer der führenden Köpfe der Studentenbewegung in Bonn, der sagte, dass er jetzt Böll neu entdeckt hat. Der hat ihn damals gar nicht wahrgenommen. Er hatte das Gefühl, dass Erich Fried und Heinrich Böll die einzigen sind, die die Studenten verstanden haben. Und finde ich auch eine interessante Neubewertung. Aber Grundgesetz, das ging ja noch weiter in den 70er Jahren, vor allem mit Prozessordnungen, die geändert werden sollten für die Terroristen. Ja. Und Böll war ja jemand, der gesagt hat, Gesetze sind für alle gleich, auch für Terroristen, sind genauso Verbrecher wie andere. Ja. Und damit hat er sich ja verdächtig gemacht. Ich weiß, wir haben jetzt schon halb, aber du solltest vielleicht noch mal kurz aus deinem Munde einfach nur mal erzählen, wie diese 70er Jahre abgelaufen sind, weil fangen wir an bei der Hausdurchsuchung bei deinem Bruder in der Bonner Straße. Naja, die Hausdurchsuchung stand, also ein Berliner Kollege rief meinen Vater an und sagte, bei euch war eine Hausdurchsuchung, habe ich in der Zeitung gelesen. Er sagt, mein Vater, die hat da gar nicht, stimmt gar nicht. Und da hatte die Zeitung hatte das geschrieben, bevor die Hausdurchsuchung stattgefunden hatte. Also die Bild-Zeitung, war nicht die Bild-Zeitung, Berliner Zeitung. Die hatte schon die Nachricht von der Polizei gekriegt über die Hausdurchsuchung, bevor sie stattgefunden hat. Und zwar detailliert, was sie gefunden haben, was da abgelaufen ist und so weiter. Und dann kam eben die Hausdurchsuchung, die wirklich nachmittags, natürlich waren dann unheimlich viele Leute da. Und das war also wirklich ein Horrorunternehmen. Das war eine von 5 Hausdurchsuchungen, die wir in der Familie hatten. Das war eine Hausdurchsuchung, die kurz eigentlich vor der Niederschrift von Die verlorene Ehre der Katharina Blum war. Ja. Und das muss man unbedingt mitdenken, diese Zusammenarbeit, oder aus Heinrich Bölls Sicht, diese Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Springerpresse. Ja. Und dass er als Einzelperson ausgeliefert ist mit Schlagzeilen. Und nicht nur er, sondern die ganze Familie. Die ganze Familie. Ja. Das Wichtige an dem Buch ist ja eine Erzählung, die mit Terrorismus überhaupt nichts zu tun hat. Was hier immer wieder gesagt wird, ist eine Erzählung über Terror. Das stimmt ja überhaupt nicht. Nee. Terror kommt überhaupt nicht vor. Ist auch nicht der Hintergrund. Der Hintergrund ist eben diese Machtstrukturen, der Missbrauch der Macht durch die Polizei, durch die Presse. Ja, ja, eigentlich schade, dass das das bekannteste Buch von Heinrich Böll ist, weil es eben an Schulen gelesen wird. Mhm. Weil im Gegensatz zu den anderen Romanen, wo er sich wirklich Zeit nimmt, 2 Jahre zum Teil und Strukturpläne, die man auch unten in der Ausstellung sehen kann, erstellt, war das wirklich ein ohne viele Durchschriften, ohne Plan, ohne, also wirklich ein Pamphlet. Ein Pamphlet, hat er auch selber gesagt, schon aus einer gewissen Wut auch geschrieben. Ja. Literarisch sicher nicht das Stärkste, in meinen Augen jedenfalls. Ja, da hätte Billard um 21:30 mehr Aufmerksamkeit verdient, gebe ich dir recht. Ein Aspekt ist noch unten in der Ausstellung zu sehen, Meinungsfreiheit. Ne? Böll wollte vor Gericht den Unterschied zwischen Kritik und Denunziation klären. Dieser Prozess gegen Matthias Weiden und SFB. Ich glaube, dieser Prozess hat Heinrich Böll sehr geprägt, zumindest viele Kräfte absorbiert für andere Sachen. Hat auch 7 Jahre, glaube ich, gedauert. Ne? Ja. Ja. Also vielleicht muss man dazu sagen, Matthias Weiden hat in einem Kommentar gesagt, einen Namen nur genannt, und zwar den von Heinrich Böll, dass er der Ziehvater des Terrorismus wäre und an dem Mord von Kammergerichtspräsident von Drinkmann eine Mitschuld trage. Ne? Und Böll hat eigentlich nie geklagt gegen Zeitungen, also gegen Spring oder so, sondern eigentlich nur gegen öffentlich-rechtliche Anstalten. Also vielleicht erinnert sich noch jemand an das ZDF-Magazin Löwenthal. Ne? Und das waren meistens Unterlassungsklagen. Löwenthal hat dann gesagt, ja gut, genau so sage ich das nicht nochmal. Ne? Aber und bei Weiden war es eben anders. Da hat er
geklagte Verletzung der Würde des Menschen, bezogen auf Artikel 1 des Grundgesetzes. Und falsches Zitieren. Ne? Ja. Hat er bewusst falsch zitiert. Aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, auch falsch wiedergegeben. Ne? Ja. Mhm. Und dieser Prozess ging dann von Landgericht, Oberlandgericht, Bundesverfassungsgericht. Und dann hat Böll nach 7 Jahren dann Recht bekommen. Das heißt, Böll hat geklagt auf 100.000 D-Mark damals gegen Matthias Weiden. Und das Oberlandesgericht hat schon gesagt, das ist zu hoch angesetzt. 40.000 müssten reichen, woraus Weiden dann gemacht hat. Böll wollte 100, hat nur 40, also 60% hat er Recht. 40%. War das ein Musterprozess in deinen Augen? Ja, absolut. Weil da immer diese heilige Pressefreiheit über allem zu stehen scheint, aber nicht über der Menschenwürde und auch nicht über dem Persönlichkeitsrecht. Und die Bild-Zeitung hat sich ja nicht sehr geändert seit der Zeit. Es sind ja meistens unbekannte Leute, die fertig gemacht werden. Prominente können sich wenigstens wehren, Unbekannte können sich nicht wehren. Also die Presse ist ja heute eher schlimmer geworden. Und vor allen Dingen, damals gab es ja wirklich, die Bild-Zeitung hat ja heute nur noch die Hälfte der Auflage wie früher. Es war damals ja ein ganz, ganz wichtiges Blatt. Ja, es ist interessant, wenn man heute jungen Leuten erklärt, wie damals die Medienlandschaft aussah, mit ARD und ZDF, die um 16 Uhr anfingen und 23 Uhr fertig waren, dann eine Bild-Zeitung, die 4 Millionen Auflage hatte, mit Frühstückspause, Mittagspause, vielleicht ein Verbreitungsgrad von 8 Millionen hatte? Oder 10? Ja, 8 bis 10 Millionen. Und auch so eine Sendung wie Tagesschau, die sahen halt 20 Millionen, 30 Millionen. Ja, ich glaube, Heinrich Böll war zu diesem Zeitpunkt der bekannteste deutsche Schriftsteller, ohne dass Leute was von ihm gelesen hatten. Ja. So ist es. Vielleicht noch ein Aspekt, Bürgerrechtsbewegung, das ist der dritte Teil in der Ausstellung. Er war nie Mitglied einer Partei. Nie Mitglied oder Vereine hat er auch nicht gemacht, bis auf die Germania Judaica, wo er wirklich lange Jahre Vorsitzender war. Ja, VS auch ein Fritzschiller-Verband. Ja. Pent Club, Pent war natürlich auch Mitglied, aber sonst kein Verein. Und wie muss man sich das vorstellen, dass so diese Bürgerbewegung auf Böll zukam? Ist das nicht auch, hängt das nicht auch mit deinem Verlag zusammen? Also ich denke jetzt an den Kontakt mit Petra Kelly oder... Der kam über uns zustande, ja. Also viele Sachen kamen über den Verlag dann auch. Also gerade Friedensbewegung war für mich ein wichtiger Punkt, wo ich mit die wichtigsten Bücher publiziert habe, Dritte Weltbewegung, wo mein Vater eigentlich relativ wenig Ahnung von hatte. Also war ja jetzt nicht jemand, der weit gereist war. Er war ja nie in Afrika oder Asien. Er war mal kurz in Lateinamerika, aber nur ganz kurz. Also er hat ja war ja doch sehr europäisch, wie die ganze Generation. Also er hat ja doch von vielen Sachen noch nicht so viel Ahnung. Das kam dann viel durch uns, durch seine beiden Schwiegertöchter, die aus Südamerika sind, und eben durch viele Bekannte, auch Leute, die ihr trafen. Ja. In deinem Verlag sind auch damals Bücher erschienen gegen die rechte Szene, ne? Da diese Mehrspruchgruppe Hoffmann, habt ihr ein Buch gemacht oder so? Ja, wir haben eines der ersten Bücher über rechtsextreme Jugendliche gemacht, 78. Alle Leute sagen, ihr seid bescheuert, die gibt es gar nicht. Ich sage, guck dir mal die Sachen an hier. Sieht vielleicht noch nicht so stark, aber die Themen waren ja genau wie heute, gegen Ausländer, gegen Juden. Also der ganze Dreck, der übrigens sehr viel aus USA kam damals. Die wurden von USA sehr unterstützt. Es gibt ja auch in Dänemark, darf man ja auch Hakenkreuz benutzen. Dänemark hat eine ganz liberale Verfassung in der Beziehung. Viele der Materialien aus USA und aus Dänemark kamen. Weil die durften das alles drucken, die durften das verwenden. Heute noch. Ne? Und diese Bücher waren halt damals die führenden Jugendlichen oder auch so Leute wie Frey, dieser Verleger, der ja ein Multimillionär war, der die Nationalzeitung auch gemacht hat. Diese ganzen Leute. Darüber haben wir publiziert viel. Ja. Wir haben auch das erste Buch über Kunst in Auschwitz gemacht. Lange bevor das heute ein modernes Thema geworden ist. 1979 haben wir das gemacht. Zum Abschluss denke ich noch einen Aspekt, und zwar Tod einer Instanz. So hat die Zeit getitelt, 1985. Enzensberger hat gesagt, wir haben Heinrich Böll verloren, aber dafür haben wir Amnesty International und Greenpeace. Und siehst du das auch so, dass die Rolle von Heinrich Böll sich in den 80er Jahren vergesellschaftet hat?
Ja, er wollte ja diese Rolle nie, muss man auch sehen. Das war ja nicht seine Rolle, es ist eine Rolle, die ihm aufgedrängt wurde. Und es war ja natürlich auch für viele Leute bequem, wie ich schon gesagt habe, wir sagen das dem Böll, dann kümmert er sich drum oder so. Oder wir laden 5 Prominente ein, machen wir eine tolle Veranstaltung. Also ich finde es schon besser, wenn es nicht mehr diese Leitfiguren gibt, finde ich gar nicht schlecht. Wenn es demokratischer ist, offener ist, freier ist. Und wir haben heute mit dem Internet auch eine ganz andere Welt. Es gibt ja nicht mehr es gibt ja das Feuilleton in der Zeitung, gibt es ja kaum noch. Es ist ja alles weg. Und es wird auch immer weniger werden. Also die Welt hat sich so verändert, das hat ja mein Vater nicht mehr miterlebt. Ja. Also Internet gab es ja damals noch nicht. Nee, ja? Aber ich hätte ein Problem, Facebook demokratisch zu finden. Aber ja. Ich finde es auch nicht, auch die Piraten sind ja daran gescheitert. Die haben ja angeblich demokratische Abstimmungen gemacht, aber wie viele haben daran teilgenommen? 10.000, 5.000, ist das Demokratie? Glaube ich nicht. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, jetzt ist er weg. So, nein. Dann würde ich mal sagen, wir sind bestimmt unten in der Ausstellung gleich noch. Und ja. Wenn Sie noch Fragen haben, dann sprechen Sie uns an. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß. Danke. Thank you.